mehr Leads, mehr Kunden und mehr Traffic über Bannerlinks und dadurch natürlich zu mehr Umsatz. Hallöchen, hier ist mal wieder euer Win-Win-Marketer Lars Bielawski und heute habe ich ein ganz besonderes Special für euch. Und zwar haben wir wieder daran gearbeitet, wie können wir unsere Partner und Kunden noch mehr unterstützen, damit diese Partner, die Webprojekte haben im Bereich Nischenwebseiten oder im digitalen Produkten oder im Online-Coaching, damit diese Partner mehr Traffic haben, also mehr Kundenakquise bekommen. Und ich biete zwar immer alle möglichen Wissensbereiche dazu an, also Traffic-Strategien zum Erklären, aber es hat sich halt herausgestellt, wenn wir unsere Partner selbst unterstützen, dann kommt doch am meisten dabei raus. Und deswegen habe ich mir überlegt, okay, welche Möglichkeiten können wir jetzt noch nutzen, um unsere Partner noch mehr mit Traffic und Kundenakquise zu unterstützen, damit du einfach auf Schlag sinnvollen, relevanten Traffic auf dein Projekt bringen kannst. Und dazu habe ich mir überlegt, hey, wir haben ja richtig viel Traffic auf unseren Nischenwebseiten. Das sind 50 Nischenwebseiten von uns selbst und es kommen auch immer weitere Webseiten dazu, die wir mit unseren Partnern zusammen umsetzen. Und da haben wir so ein kleines Joint Adventure gemacht, dass wir gesagt haben, okay, diese Bereiche, gewisse Bereiche in diesen Nischenwebseiten können wir doch nutzen, um unseren Kunden wiederum Traffic zu beschaffen. Und das ganz einfach über Bannerwerbung. Diese alte klassische Bannerwerbung, die schon früher geklappt hat, klappt heute auch. Allerdings muss man dazu auch wissen, dass nur bestimmte Banner noch gut funktionieren und dass auch gewisse Bereiche auf Webseiten für Banner besser funktionieren als andere. Und das ist nun mal dieser Widget Area auf der rechten Seite von Nischenwebseiten und ja, ein bisschen weiter drunter, sozusagen unter der Widget Area, auch noch ein Stück. Da, wo viele sozusagen ihr Amazon Widget immer hinklatschen, da macht das auf jeden Fall Sinn, auch Banner reinzunehmen, die natürlich nur, wenn sie relevant sind, richtig guten Traffic organisieren. So, aber wie funktioniert das jetzt, ne? Und damit du erstmal verstehst, wie das Ganze umgesetzt wird, zeige ich das mal kurz anhand einem kleinen Beispiel und dann kannst du selber entscheiden, ob das was für dich wäre oder nicht. Nehmen wir zum Beispiel mal die WC-Sitztest von uns, ne? Wenn du jetzt zum Beispiel irgendwas im Sanitärbereich hast oder einen bestimmten WC-Sitz, den du anbieten willst oder was auch immer, irgendwas im Toilettenbereich, dann habe ich eben halt immer gemerkt, dass nicht nur die Webseiten an sich mit den Button guten Traffic weiterleitend liefern, sondern hier rechts dieses Widget ebenfalls. Inzwischen muss man ja laut DSGVO immer diesen Hinweis noch mit reinbringen, aber alles, was hier sozusagen auf der rechten Seite ist und egal, wo man auf welcher Unterseite dann raufklickt, kommt man immer auf dieses Widget. Und wenn das halt relevant ist, dann bekommt man zum einen den 10% Traffic, den ich immer ansage, also 10% von der Leute, die auf die Webseite gehen, die gehen hier auf dieses Widget und gucken da rauf. Und wenn das halt auch nur irgendwas Knackiges anbietet, wo man zum Beispiel was kostenlos bekommt, dann kann dieser Traffic auch noch richtig gut konvertieren. So, ich habe jetzt einfach mal einen Rohrreiniger angeboten. Wenn du jetzt sagst sozusagen, okay, diesen Rohrreiniger oder dieses Angebot möchte ich gern bei dir mit unterbringen, dann steht hier sozusagen das Banner mit dem Rohrreiniger und das wird dann verlinkt. In dem Fall habe ich jetzt Amazon ausgewählt und dann kommt man sozusagen direkt auf diesen Link und kann das bei Amazon kaufen. Und wie gesagt, der Traffic, der da zustande kommt, der ist immer so 10% von dem Nischenseiten-Traffic, also recht viel kommt da zusammen. Natürlich abhängig von dem Traffic, der auf der jeweiligen Webseite ist und auch so ein bisschen temporär. Aber gerade solche Sachen sind ja immer gern gewünscht. So, und wenn das jetzt ein Affiliate-Link von dir wäre und der Mensch das hier kauft, dann gehört das Geld von dem, der das gekauft hat, dir und das halt jeden Tag, jede Stunde, je nachdem, wie viel Traffic da rüberkommt. Als zweites Beispiel nehmen wir mal die Backformen-Test, also typisches Ding für Küche und einfach Haushaltsgeräte in der Küche. Auch hier siehst du wieder dieses Amazon-Widget, was 10% des Traffics mit abgreift und hier kann ebenfalls ein Banner oben reingepackt werden. Und das können halt nicht nur physische Sachen sein, sondern das könnte auch zum Beispiel ein Kochrezeptbuch sein, was du anbietest oder irgendwas,
ein veganes Rezept oder irgendwas, was ja, mit Essen zu tun hat, ne? Das ist ja auch sehr stark gewünscht. Oder Ernährungstipps würde hier auch klappen. Ich suche mal was raus und packe das mal rein als Beispiel. Dann würde in dem Fall hier zum Beispiel das Cover erscheinen, einfach schlank und fit, oder ein Banner deiner Wahl. Und wenn man darauf klickt, kommt man in dem Fall jetzt mit dem Amazon-Link zum Taschenbuch, einfach schlank und fit. Und wenn man das dann hier jetzt kauft, dann wären die Affiliate-Einnahmen ebenfalls deine. Dann wäre so, das wäre so das zweite Beispiel, ne? Entweder ein physisches Produkt oder ein Leseprodukt, aber es kann auch einfach ein Lead-Magnet für dich sein. Und dazu zeige ich mal die hydroponik.eu von meinem Bruder. Das ist ja auch eine Nischenwebseite, die bei uns ist. Und er hat halt hier über verschiedene Artikel Traffic aufgebaut, weil viele Leute nach diesen Hydroponik-Themen fragen. Und hier ist halt nicht nur ein Banner drin, sondern der komplette Bereich für einen Lead-Magnet. Das heißt, die Leute können sich hier direkt in Klicktipp eintragen, also mit dem Lead-Magnet sozusagen den abholen und sind dann direkt in deiner Liste drin. Das heißt, wenn du eine Liste hast, die schon vorhanden ist und du hast auch diese E-Mail-Eintragungsformulare, dann kannst du das ebenfalls nutzen, um einfach den Traffic direkt in Kunden umzuwandeln. Also nicht direkt in Geld, sondern in Leads, in Kunden, mit denen du dann später mit deinen eigenen Produkten Geld verdienen kannst. Ist also auch eine geile Sache. Und hier, auch hier habe ich gemerkt, dass immer so 10%, wenn das Ding hier oben ist, in dem Widget-Bereich, direkt dort sich eintragen. Es sind nicht immer 10%, weil es ist ja auch ein bisschen abhängig von der Qualität und von der Relevanz. Wenn das sehr weit weg ist von der Relevanz, ist es halt, sind es halt viel weniger Prozent, geht manchmal runter bis 1-2%. Wenn es aber genau zu dem Thema passt und auch noch ein geiler Report ist, ein geiler Lead-Magnet, dann hat man auf jeden Fall gute Chancen, dass sich hier ganz viele Leute eintragen. Das ist sozusagen die dritte Variante, ne? Und du kannst den Banner direkt hier verlinken mit deiner Landingpage und kannst zusätzlich auch darunter hier so ein Formular, ein Klicktipp-Formular oder ein anderes Formular einbinden, wie du das möchtest. Die Möglichkeit hast du dann auf der Danke-Seite, das alles uns zu geben. So funktioniert das also. Banner Widget Area, und wie schon gesagt, können wir dich ab jetzt genau mit dieser Strategie unterstützen. Und wie du schon unter dem Video siehst, kannst du direkt auf den Button klicken und diese Möglichkeit bei uns bestellen. Und wenn du mal auf solchen Plattformen geguckt hast, wo andere Webseiten ihre Banneranzeigen sozusagen veröffentlichen, dass du bei denen Werbung schalten kannst, oder mal geguckt hast, wie viel Foren nehmen, dann wird dir mein Angebot, was ich dir jetzt mache, als lächerlich erscheinen. Und zwar, Foren nehmen ja meistens so ab 250 Euro pro Monat nur für ein lächerliches Banner. Das habe ich auch öfter mal probiert, aber es klappt leider nicht immer, und gerade bei Nischenwebseiten oder einfachen Projekten klappt diese Bannerstrategie nicht wirklich. Habe ich mir überlegt, wie können wir das besser anbieten? Und zwar möchte ich dir hier und jetzt anbieten, dass wir für 19,90 Euro dir einfach ein Banner auf eine unserer Nischenwebseiten packen, in diese perfekte Widget-Area, wo am meisten Traffic bei rumkommt. Und du wirst am ersten Tag sehen, dass da Traffic von uns zu dir rüberkommt. Wie funktioniert das Ganze? Du gehst einfach klickst auf den Link unter dem Video und wählst dann die oberste Variante sozusagen, Widget-Banner erwerben, und kannst dann auf der Danke-Seite die entsprechende Nischenwebseite erwerben. Und da solltest du auch selbst gut darauf achten, dass du die richtige Nische auswählst. Umso relevanter die Nischenwebseite zu deinem Projekt passt, umso mehr Traffic wirst du natürlich auf deiner Webseite haben. Und das Ding für einfache 19,90 Euro, da ist sozusagen der erste Monat dabei und die Einrichtung von uns. Und wenn du dann sagst, okay, das möchte ich gern weiterhin führen, dann ist es ja einmal auf der Webseite drauf, dann kannst du sozusagen für lächerliche 9,90 Euro jeden Monat weiter verlängern. Oder wenn du sagst, nee, klappt nicht, hat nicht funktioniert, schade, dann kündigst du das Ding einfach und dann ist es weg. Aber wenn du halt merkst, und das würde ich dir mal empfehlen, einfach mal wenigstens eine von den Nischenwebseiten auszuprobieren, und wenn mehrere Nischenwebseiten zu dir passen, dann vielleicht sogar mehrere Nischenwebseiten mit aufzunehmen und dann zu gucken, kommt Traffic, und kommt dieser Traffic auch, konvertiert er auch zu Umsatz, dann hast du da wirklich, wir sagen immer, so eine Gold-Nugget-Traffic-Area gefunden, über die du langfristig mehr Traffic einsammeln kannst. Ist doch geil, oder?
So. Und wie gesagt, einmalig am Anfang 19,90 €, weil wir das ja auch erstmal einrichten müssen. Und dann monatlich, wenn du darauf Bock hast, einfach 9,90 € jeden Monat zum Verlängern. Und wenn du jetzt sagst, jo, habe ich auf jeden Fall Bock, möchte ich gern umsetzen, aber ich habe keinen Bahnarm und ich weiß auch nicht, wie ich eins erstelle, dann bieten wir die Möglichkeit auch an. Das findest du dann auch, wenn du auf den Link klickst, unter der ersten Möglichkeit, dass wir dieses Banner für dich erstellen. Da kommt dann einer von unseren Designern und erstellt das perfekte Banner für deine Webseite auf unserer Webseite, damit es designermäßig passt, aber auch konvertiert. Also sozusagen, dass so viel Traffic wie möglich bei dir konvertiert. Und da kannst du auch auswählen, ob du erstmal einen Banner von dir bei uns testen willst oder ob wir ein Banner für dich umsetzen sollen. Ja, und ich glaube, mehr dazu kann ich gar nicht sagen. Jetzt sage ich einfach mal, wenn du darauf Bock hast, wenn du das ausprobieren willst, dann unter dem Video auf den Link klicken, Banner-Widget bestellen und dann kann es direkt losgehen. Und auf der Danke-Seite kannst du dann aussuchen, wo dieses Banner erscheinen soll und natürlich deine URL, damit wir dann wissen, wohin der ganze Traffic gelenkt werden soll. Egal wie du dich entscheidest, ich wünsche dir dabei ganz viel Glück und Erfolg und ganz viele Kunden über diesen Traffic. Und wenn du irgendein Problem dann dabei hast oder irgendwo nicht weiterkommst, dann sind wir natürlich wieder bei unserem 24/7 Support mit am Start. Und du kannst uns über support@larspilavsky.de immer erreichen. Viel Spaß und viel Erfolg mit unseren neuen Traffic-Möglichkeiten Banner Widget. Dein Lars Pilavsky, bis später. Ciao, ciao.